Meier, Pater Therapeut, Coach und diesmal wieder Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute, ich finde, ein echt krasses Thema. Aber erstmal wollte ich noch kurz sagen, du kannst gerne noch einsteigen in die Selbstliebe-Challenge bei mir. Das ist ja so einer der ganz großen Klassiker-Kurse, hat gerade angelaufen, kann man aber auch noch gut einsteigen. Ist richtig was los diesmal. Richtig, 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 richtig cool. Echt mit ganz viel gegenseitig hin und her geschrieben und sind auch viele alte Leute, die das schon öfter mal gemacht haben, wieder dabei. Und genau, mach gern mit. Ja, heute das Thema: Was hat Liebe mit Beziehung zu tun? Also, ist jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers, aber also aus meiner Sicht sind Liebe und Beziehung sind eigentlich erstmal zwei völlig verschiedene Begriffe. Das ist zwar jetzt ist vielleicht erstmal überraschend, aber in unserer Gesellschaft ist es natürlich so, dass wir, also mit dieser wie soll man das mal nennen, Romantisierung hört sich zu negativ an, aber also Mann, Frau oder sexuelle Beziehungen werden ja irgendwo auf den Podest gestellt bei uns und gleichzeitig, also jetzt nicht mehr so wie noch vor so und so vielen Jahren, aber gleichzeitig aber auch extrem kontrolliert und es muss dann so und so laufen und dies und jenes, also gibt es eine ganz klare Kultur drumherum. Und das ist sozusagen der Ort, wo Liebe passiert und Liebe wird natürlich auch dann oft, also natürlich nicht nur, aber oft eben mit romantischer Liebe gleichgesetzt. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also du kannst alles lieben. Also auch richtig krass emotional von Herzen lieben. Du kannst natürlich deinen Partner lieben. So, das sollte aber natürlich auch so sein, aber dazu später noch mehr. Du kannst natürlich deine Kinder lieben ohne Ende, deine Eltern, deine Freunde und natürlich, und das ist alles Liebe, du kannst, das ist auch Liebe ist Liebe, ne? Du kannst deine Haustiere lieben bis zum geht nicht mehr und ich würde auch sogar sagen, du kannst dein Auto oder Gegenstände, die dir total wichtig sind, kannst du alle Pflanzen, dein Garten, dein Haus, kannst du überall dich bedanken und danke, dass du mich hier gut beherbergst, dass du mich erfreust und deswegen auch, wenn Leute so eine emotionale Beziehung zu ihrem Auto, zu ihrem Fahrrad, weiß nicht was haben, ja, warum nicht? Also das ist alles, kannst du mit Liebe bedenken und alles wächst und gedeiht mit Liebe so, ne? Und das hat jetzt erstmal mit romantischer Beziehung, die ist natürlich auch ein Ort, wo Liebe stattfindet, aber dazu war mal im nächsten Video nochmal in Beziehungen, also gerade in romantischen Beziehungen, glaube ich, haben nochmal einen ganz anderen Wert in Richtung Selbsterkenntnis, Spiegelung, dazu aber mal im nächsten Video denke ich dann mehr, aber jetzt heute erstmal das Thema Liebe. Das sind alles Orte für Liebe, so, ne? Und wir verwechseln, glaube ich, Liebe häufig mit so diesem kulturellen Bild, was wir von Liebe haben, was natürlich in manchen anderen Kulturen komplett anders ist, so, ne? Und also Liebe ist was viel Grundlegenderes, also jemand grundsätzlich akzeptieren, also auch wenn ich, oder was heißt es, also noch tiefer als akzeptieren, einfach sein Sein annehmen und sagen, hey, das ist auch Bewusstsein, das ist auch eine lichtvolle Seele und auch wenn sie vielleicht ganz was anderes lebt gerade irgendwo und insofern kannst du auch Menschen lieben, die dir nicht gut getan haben, kannst du aus der Ferne lieben, du kannst Ex-Partnern irgendwo in einer gewissen Form von Liebe verbunden bleiben, auch wenn du die nicht mehr siehst, kannst also sozusagen, Mensch, danke, dass du in meinem Leben warst, kannst du denken. Und das hat auch mit physischem Kontakt erstmal gar nichts zu tun, ne? Du kannst, ja, also Menschen lieben, den du gar nicht kennst, weil du irgendwo gesehen hast und irgendwie cool findest. Deswegen jetzt nur, weil man sich, also das, wenn wir auch mal wieder gucken, so auf neue Beziehungen, wie auch immer man das jetzt nennt, 4D, 5D Beziehungen, keine Ahnung, sind ja auch alles nur so Begriffe, aber sagen wir mal neuere Beziehungen,
Da kannst du, darfst du von jemandem weggehen und kannst trotzdem sagen, ja, ich liebe diesen Menschen, ne? Es war, oder, aber trotzdem entscheide ich mich jetzt, oder für mich ist es jetzt besser, oder es tut mir nicht gut, da zu bleiben und ich gehe woanders hin, so, ne? Also, das gilt natürlich letztlich auch für toxische Beziehungen, nur weil du sagst, boah, dieser, also es geht gar nicht, wie dieser Mensch mich behandelt hat, kannst du natürlich trotzdem weggehen und kannst sagen, ich muss jetzt nicht ihn hassen oder ihn wütend auf ihn sein. Nein, ich darf mich schon ganz klar abgrenzen, auch heftig abgrenzen, auch blocken meinetwegen oder ich weiß nicht was. Und trotzdem kannst du sagen, ja, das ist okay, er hat es vielleicht nicht besser gewusst und was soll ich mich jetzt drüber aufregen? Natürlich möchte ich nicht, dass da jetzt weiter Schaden entsteht für mich, aber ich gehe nicht in diese Niederschwingung und hasse jetzt Menschen. So, ne? Das kannst du entscheiden. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass nur weil du mit jemand in einer Beziehung bist, also andersrum wird auch ein Schuh draus, heißt es das nicht, dass da viel Liebe ist. Ne? Es gibt sicher, ich glaube schon, dass es viele Beziehungen gibt, wo es nicht viel Liebe gibt. So, also sei es nicht Liebe in Form von ich bin gar nicht dran am anderen und lass zu, dass die Beziehung irgendwie so ein total langweiliges Ding wird. Also ich hab so ein, ich schaue den anderen quasi nicht an sozusagen und beschäftige mich nicht mit dem und mit unserer Beziehung oder macht irgendwie peppiger oder und lass eine Beziehung dann so ein Langweile-Tod sterben oder nicht Liebe in Form von ich lasse einfach meinen Partner meinen Schmerzkörper aus und meine ganzen Ego-Spielchen und ziehe den da voll durch meine Fantasiewelt und guck nur, ob er meine Fantasiewelt erfüllt oder nicht erfüllt und ja, und ansonsten weiß ich nicht, lebe ich einfach meine Muster aus, was ist, glaube ich, auch nicht Liebe. Also man denkt vielleicht, das wäre Liebe, aber weil es ist, manchmal habe ich das Gefühl, das ist weit entfernt von Liebe, so, ne? Sehr weit entfernt, ne? ja. Denk mal drüber nach und ich glaube, diese Begriffe sind verwaschen worden in unserer. Also nicht nur in unserer Kultur. Und ja, es ist vielleicht Zeit, das mal wieder ein bisschen zu purifizieren, sozusagen. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.